Ein Einfamilienhaus in Delmenhorst ist am Montagmorgen komplett niedergebrannt. Eine vierköpfige Familie im Alter zwischen 18 und 53 Jahren konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Auch zwei Hunde und eine Katze kamen nach ersten Erkenntnissen der Polizei ohne schwere Verletzungen davon. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot am Dwoberger Heuweg im Einsatz, konnte das hölzerne Gebäude aber nicht vor den Flammen retten. Es ist gleichzeitig eine zweite Feuerwehr, die Ortsfeuerwehr Haßbergen, nachalarmiert worden. Auf Anfahrt schon, weil ersichtlich war, dass dort mehr brennt. Nach der ersten Rückmeldung und nachdem gesehen wurde, dass außer dem betroffenen Haus drei PKWs und das Nachbarhaus gefährdet waren, wobei die drei PKWs schon brannten, war es klar, dass es dann ein Vollalarm wird. Man kam erst nicht richtig im Garten rein, beziehungsweise musste dann über einen Ströenweg über Nachbargrundstücke sich den Zugang zum Garten verschaffen. Der Giebel auf der Gebäuderückseite war schon komplett durchgebrannt. Da war schon ein offener Dachstuhl. Nach und nach hat sich das Feuer dann eben halt nach vorne hindurch gearbeitet. Ein Betreten des Gebäudes war nur bei Lebensgefahr möglich. Deswegen haben wir erstmal den Außenangriff gewählt, Dachhaut aufgemacht und dann uns nach und nach an den Brandherd gekämpft. Das Feuer war gegen 10 Uhr ausgebrochen und ist inzwischen unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten laufen. Ein Nachbarhaus ist durch den Rauch zunächst unbewohnbar, teilt die Polizei mit. Das Gebäude sei völlig zerstört worden. Durch die massive Rauchentwicklung wurde ein Nachbarhaus in Mitleidenschaft gezogen. Es ist derzeit nicht bewohnbar. Die Feuerwehr Delmenhorst und die freiwilligen Feuerwehren der Stadt waren mit insgesamt ca. 150 Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 14.20 Uhr an. Ermittler sollen nun die Brandursache klären. Die Schadenshöhe schätzt die Feuerwehr auf rund 350.000 Euro.